那国家队这些问题为什么不调查 ？Why won't the government investigate this? Sanlu recalled its milk powder, but in my poor village, no word of any recall got to us. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der Produkte, die verboten wurden, weil Menschen starben. The Ford Explorer is and always has been a safe vehicle. He said, "Are you aware that Kinder eggs are illegal in the United States and carry a $2,500 fine per egg?" And I actually laughed. You don't have to have the bumper on top of the child. You just have to be up close and it restricts that airflow and that's enough. In dieser Liste sehen wir uns Punkte an, die aufgrund tragischer Umstände zurückgerufen oder ganz verboten wurden. Sind einige dieser Punkte offensichtlich eine schlechte Idee? Lass es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Ford Pinto. Wusstest du, dass Ford wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde? In den späten 70er Jahren wurde der Autokonzern wegen des Todes von drei Mädchen aus Indiana vor Gericht gestellt. Die Tatwaffe? Ein Ford Pinto. We built Ford Pinto to be a rugged, reliable, basic car, just like the one Doc Gibson started out with 60 years ago. Wenn dieses schicke Auto von hinten angefahren wurde, konnte der Benzintank explodieren. Er war nicht der einzige Kleinwagen mit diesem Problem, aber es stellte sich auch heraus, dass Ford von dem Problem wusste und es nicht behoben hat. Die drei Jugendliche aus Indiana saßen in dem Pinto, als er von einem Lieferwagen angefahren wurde. Die anschließende Klage war eine von 117 Klagen im Zusammenhang mit Auffahrunfällen mit dem Pinto. With his new optional glass hatchback, exciting new front-end styling, and his new flip-up removable roof option. Ford gewann diesen Prozess, verlor aber einen anderen berühmten Fall, Grimshaw gegen Ford Motor, mit dem es ebenfalls um einen tödlichen Tankbrand ging. Im Juni 1978 wurde der Wagen zurückgerufen. Nummer 9. Infantinos Babytragetücher. In den frühen 2000er Jahren war das Babytragen ein beliebter Trend. Neugeborene Mütter und Väter trugen ihre Babys offen in Tragetüchern auf der Brust. Auf diese Weise konnte das Baby näher bei den Eltern bleiben, während sie Besorgung machten und so Infantino die Bindung zwischen Eltern und Kleinkind fördern. Nachdem jedoch drei Säuglinge erstickt waren, rief Infantino 2010 seine Tragetücher Sling Rider und Wendy Bellissimo zurück und kündigte ein Ersatzprogramm an. Stop using it immediately for children under 4 months of age. It's a suffocation risk to them. Die Kommission für Produktsicherheit warnte Eltern davor, die Tragetücher für Babys unter 4 Monaten zu verwenden, da sie die Atmung einschränken und die Atemwege in bestimmten Positionen blockieren könnte. Nummer 8. Buckyballs. Kinder essen buchstäblich alles, solange es kein Gemüse ist. Auch völlig ungenießbare Gegenstände. Und genau diese Tatsache führte zum Untergang des Magnetspielzeugs Buckyballs, das 2009 die USA im Sturm eroberte. Obwohl Buckyballs für ältere Kinder und Erwachsene gedacht ist, wurden sie oft von Kindern verschluckt. Wenn zwei oder mehr verschluckt wurden, verbanden sich die superstarken Magnete und verursachten schreckliche innere Risse. Tatsächlich verursachte das Magnetspielzeug zwischen 2009 und 2013 schätzungsweise 2900 Besuche in der Notaufnahme, darunter ein Todesfall. Dies veranlasste die US Consumer Product Safety Commission im Jahr 2012 zu einem Rückruf. On our packaging, it says keep away from all children in 5 different places. We have a vigorous safety program that, you know, we don't sell to stores that market to children. Daraufhin zog der Erfinder von Buckyballs, Craig Zucker, in den Krieg und führte eine PR-Kampagne gegen die Kommission. Letztendlich hat er diese jedoch verloren. Nummer 7. Effed Up. I was thinking for the dinner beverage, we have a Four Loko Watermelon from 09. Erinnert ihr euch an Four Loko? Das Alkohol-Koffein-Getränk wurde in einigen Staaten nach einer Reihe von Krankenhausaufenthalten verboten, woraufhin Four Loko das Koffein, Taurin und das Guarana entfernte. Number one, are they going to limit the amount of alcohol? Because it's 11.9%, which is very high. And number two is, can we limit the places that people can get them? Nun, FTAP war im Grunde die kanadische Version des ursprünglichen Four Loko, allerdings mit viel weniger Koffein. Nach dem Tod eines Teenagers im Jahr 2018 wurde das Getränk aus den Regalen der Supermärkte genommen. Die 14-jährige Athena Garvis wurde nach einer Hausparty tot aufgefunden und es stellte sich heraus, dass sie effed abgetrunken hatte. In den Medien wird der Rausch, der durch solch ein Gebräu verursacht, als hellwacher Rausch bezeichnet. Aufgrund dieses Gefühls merken manche Menschen erst, wie betrunken sie sind, wenn es zu spät ist.
Nummer 6. Säuglingsschlafstützen. Die von mehreren Unternehmen hergestellten Schlafsäcke wurden als Mittel zur Vorbeugung von Flachkopfsyndrom, saurem Reflux und plötzlichen Kindstod beworben. All diese Behauptungen waren jedoch unbewiesen. Schlimmer noch, die Babyschalen stellten ein ernsthaftes Erstickungsrisiko dar. In den 2010er Jahren überschwemmte die FDA das Internet und die Fernsehsender mit Werbespots, die vor der Verwendung dieses Produkts warnten und sie mit mindestens 12 Todesfällen in Verbindung brachten. Daraufhin haben viele Einzelhändler den Verkauf eingestellt und auch in anderen Ländern haben die Aufsichtsbehörden ähnliche Warnungen ausgesprochen. Die American Academy of Pediatrics empfiehlt, dass Babys auf dem Rücken auf einer festen leeren Unterlage schlafen. Follow the ABCs of safe sleep. Alone, on the back, in a bare crib. Nummer 5. Firestone und Ford-Reifen. Ford und Firestone verbindet eine Geschäftspartnerschaft, die bis ins Jahr 1906 zurückreicht. A wedding in Akron, Ohio unites two pioneer automotive families, Ford and Firestone. Doch in den frühen 2000er Jahren hatten sie einen öffentlichen Streit. Nach Ansicht von Ford hatte der Wilderness AT-Reifen von Firestone Laufflächen, die sich vom Reifen lösen und während der Fahrt zu Reifenplatzern führen konnte. Laut Firestone war der Ford Explorer schuld, dessen fehlerhaftes Design das Auto in Schlingern brachte. Most of the deaths and injuries involve Ford Explorers. Not other vehicles equipped with the same tires. Es fühlte sich an wie eine Scheidung, bei der jeder dem anderen die Schuld für hunderte von Todesfällen allein in den USA gab. Die Bürgerinnen und Bürger waren die Kinder in der Mitte. Back tire blew out. And all I can remember is flipping and flipping. Schließlich wurden die Reifen zurückgerufen und das Auto wurde neu konstruiert. Nummer 4. Rasendarts. I'm sorry, what's that? Miss it. I can't hear you. Stellt euch vor, ihr spielt Dart, aber in eurem Garten und nicht in einer Bar. Klingt lustig, oder? Und jetzt stellt euch vor, die Darts sind riesig. Wenn ihr jetzt denkt, das klingt ein bisschen gefährlich, dann habt ihr mehr als nur ein bisschen recht. Die Nadel des Darts musste scharf genug sein, um den Boden zu durchbohren und damit auch scharf genug, um Menschen zu durchbohren. In den 1970er und 1980er Jahren führte dies zu Tausenden von Besuchen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und mindestens 3 Todesfällen, was zu einem Verbot in den Vereinigten Staaten und Kanada führte. In der EU sind sie jedoch weiterhin legal. Nummer 3. Kinderüberraschungseier. It's three of the things children wish for most. A surprise, a toy, and a chocolate treat. Da sie wie ein Cadbury Cream Egg verpackt sind, ist es verständlich, dass einige Kinder und Erwachsene diese großen Schokoladeneier einfach in den Mund stecken. Doch statt eines cremigen Kerns finden sie einen weniger verzeihenden Plastikbehälter mit einem Spielzeug darin. Nach mehreren Todesfällen durch Verschlucken hat die US Consumer Product Safety Commission die Einfuhr von Kinderüberraschungseiern verboten. Sorry, it's my fault. Had Kinder Eggs. Didn't know where it's to bring them. In vielen anderen Ländern, darunter Kanada und Mexiko, sind sie jedoch weiterhin legal. Im Jahr 2017 kam jedoch ein Schokoladenei mit einem separat verpackten Spielzeug namens Kinderjoy in die USA. Nummer 2. Krippenstrampler. Schwere Decken, Kissen, Kuscheltiere und Plüschsäcke mögen wie niedliche und bequeme Ergänzungen für das Kinderbett aussehen. We have it just like this. In the bed and we weren't worried because he wasn't rolling over. Leider wurden Babybettstoßstangen zwischen 1985 und 2012 auch mit 77 Todesfällen in Verbindung gebracht. Diese erschreckend hohe Zahl von Vorfällen führte dazu, dass neue Eltern in Werbespots vor den Gefahren gewarnt wurden. Als Reaktion darauf haben einige Bundesstaaten, darunter Maryland, Ohio und New York, sowie die Stadt Chicago, Krippenschutzgitter verboten. In einigen Staaten sind sie aber immer noch erhältlich, aber es gibt Bestreuungen, ihre Herstellung und Einfuhr landesweit zu verbieten. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Milch und Babynahrung. Melamin wird bei der Herstellung zahlreicher Produkte auf der ganzen Welt verwendet, darunter flammhemmende Farben und Kunststoffe. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum sollte man das in Babynahrung geben? Die traurige Antwort darauf ist, dass viele Unternehmen in China, allen voran die Sanlu-Gruppe, Melamin verwendet haben, um hohe Proteinwerte vorzutäuschen und so die Qualitätskontrollen zu bestehen. The baby would cry and cry and cry, and his stomach became more and more bloated day by day, and he was
urinating blood. Das Problem ist, dass Melamin auch schwere Nierenprobleme verursachen kann. Infolgedessen wurden schätzungsweise 54.000 Babys ins Krankenhaus eingeliefert und 6 starben. Als der Skandal 2008 aufgedeckt wurde, führte er zu einem massiven Rückruf sowie zu Gefängnis- und Todesurteilen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Dann seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.